Jetzt kommen wir zu Memphis. In Memphis ist von der eigentlichen Stadt nicht mehr viel übrig geblieben, aber man hat dort diese Statue gefunden. Die lag bei einem Bauern im Feld sozusagen. Die hat er dann irgendwie per Zufall entdeckt. Fehlen leider die Füße, aber es ist die, was ich vorhin schon gesagt habe, größte stehende oder war die größte aufrecht stehende Statue, die man in der, aus der Antike gefunden hat. Und ja, das gucken wir uns jetzt hier nochmal an. Wir sehen also hier einen auch sehr gut gearbeiteten Kopf mit Details. Hier diese Schnur oder dieses Band, was hier eingearbeitet ist, was diesen wahrscheinlich künstlichen Bart hier andeutet. Diese Rippelungen hier, alles wunderbar, auch das Ohr an sich, die Horeo-Schlange, alles, also echt schön. Das schimmert hier so ein bisschen golden, weil das Ganze irgendwie so eine Beschichtung hatte anscheinend früher mal. Also wenn man näher rangeht, sieht man, dass eigentlich viele Teile hier noch so gold schimmern. Ja, und die Kartusche, ihr könnt es euch ja denken, Ramses II. Wieder im Tiefrelief. Ja, ja, wie soll ich sagen, deutlich sichtbar minderer Qualität als der Rest. Zudem dieses Teil, was er hier um die Brust zu hängen hat, nennt man Pektoral, wo eigentlich Götternamen drauf waren, die den Schutz dieser Personen hier bewerkstelligen sollten. Ramses II. Hat seine Kartusche darauf gesetzt, auch im Tiefrelief. Es ist anzunehmen, dass da vorher mal ein Hochrelief war, wo halt die Kartusche von irgendeinem der alten Götter drauf war. Und ja, Ramses hat sich einfach gesagt, leckt's mir am Arsch, alte Götter, das bin ich, also ritze ich da jetzt meinen Namen rein. So, ich habe jetzt hier nochmal eine Skizze von Leonardo da Vinci von einer Negativform für eine Reiterstatue eingefügt, weil ja die These oft genannt wurde, dass diese großen Statuen in Ägypten gegossen wurden. Das heißt also, wenn man etwas gießt, braucht man auch eine Negativform. Und wenn ich mir angucke, wie zum Beispiel der Bart hier einen Unterschnitt hat an der Stelle hier, dann braucht man entweder eine Silikonform, die halt weich ist, damit man sie halt vom Positiv lösen kann, oder man braucht eine Form, die dann halt weggemeißelt wird. Ich habe selber mal einen Silikonabdruck gemacht, also beziehungsweise einen Mensch in Gips abgegossen, da die Gipsnegativform mit Silikon ausgeschmiert und mit Bauschaum gefüllt, damit man das Volumen hatte, und dann habe ich halt den Gips davon abgeschlagen und hatte dann einen perfekten Abdruck von dem Menschen. Und dadurch ist natürlich die Negativform dann zerstört. Ja, das könnte ein Grund dafür sein, warum es nirgendwo irgendwelche Negativformen gibt. Aber anders ist es fast nicht möglich, weil ich mir, also vielleicht gibt es ein Silikon, das auf der einen Seite so hart ist, dass man es mit flüssigem Stein ausgießen kann, und auf der anderen Seite so weich ist, dass es man dann halt, wenn man ein ausgehärtetes Positiv hat, das hier einfach rausziehen kann aus solchen Unterschneidungen. Oder auch hier sieht man ja, ne, es ist also auch hier an den Beinen solche Kanten. Das ist extrem komplex, sowas zu gießen. Und das ist natürlich leicht zu behaupten, das ist alles mit Guss gemacht, aber ich habe da, ja, bin da so ein bisschen skeptisch. Und das Bild, was man hier von Leonardo da Vinci sieht, ist auch, es ist nur, wäre ein Bruchteil nur so groß gewesen wie diese Statue, die man hier liegend sieht. Und dann habe ich nochmal diese 19 cm große Statue dazu gepackt. Da ist es natürlich überhaupt kein Problem, ein Positiv zu machen, beziehungsweise ein Negativ. Vorder- und Rückseite und fertig. Da sind halt auch keine Unterschneidungen zu sehen, wie man das halt hier sieht, ne? Das ist halt eine Unterschneidung, beziehungsweise das hier ist eine Unterschneidung, oder die Nasenlöcher sind Unterschneidungen. Auch hier in den Ohren. Das ist alles hochkomplex. Also einfach nur zu behaupten, das haben die alles gegossen, das ist nicht die Lösung für alles. Hier nochmal schön zu sehen, das ist Ramses, die Mumie von Ramses II. Das wird offiziell so zugeordnet. Und jetzt schaut euch mal einfach an, auf welcher Höhe das Ohr sitzt. Also relativ normal, vielleicht durch die Mumie so ein bisschen nach unten gerutscht, aber man sieht ja der Gehörgang und so. Jetzt vergleichen wir das nochmal mit dem Bild davor und wir sehen hier, das Ohr sitzt deutlich höher. Und wie ich ja schon gesagt habe, die Künstler haben die Sachen so dargestellt, wie sie aussahen. Also können wir aufgrund der Ohrposition alleine schon daraus schließen, dass das hier nicht Ramses II. Ist. Hier nochmal das Bild in Farbe von Ramses II. Was ich hier total abgefahren finde, ist, dass der blond ist. Also man sieht, es sind keine grauen Haare, sondern wirklich blond.
Und es gibt halt in Skandinavien und soweit ich weiß auch auf dem Balkan blonde Menschen, die im Alter auch nicht grauhaarig werden. Also meiner Meinung nach sehen wir hier einen Mittel- bis Nordeuropäer, auf keinen Fall einen Afrikaner. Das ist schon, finde ich schon sehr skurril, dass einige Pharaonen anscheinend doch sehr europäische Züge haben. Ja, also auch hier in dieser Mumie wurden Spuren von Tabak gefunden. 1976 gab es da eine Restaurierung, bei der diese Nikotinreste gefunden wurden. Wie ich schon vorher erwähnt hatte, in über 3000 Mumien wurden Nikotinreste gefunden. Aber auch das wird von den Ägyptologen geflissentlich ignoriert, damit die halt ihr Weltbild aufrechterhalten können. Ich habe auch gehört, dass im Grab von Tutanchamun Nikotin gefunden worden sein soll. Das habe ich jetzt allerdings, kann ich nicht mehr ganz rekonstruieren, in welchem Text ich das gelesen habe. Was ich noch interessant finde, ist, dass ich gehe davon aus, dass dieses Schwarz-Weiß-Foto hier eins ist, was relativ alt ist und halt wahrscheinlich kurz nach dem Fund der Mumie gemacht wurde. Und dieses Farbfoto wahrscheinlich entweder von 1976 oder sogar noch jünger ist. Und man sieht ja hier, wie zum Beispiel die Nase so eine Schwarzfärbung hat, wie sich das Ohr hier so schwarz gefärbt hat. Also es hat sich da schon einiges verändert, seitdem man die Mumie freigelegt hat. Das ist halt hier alles noch weiß, ne? Da kann man einen deutlichen Unterschied zwischen der Färbung hier sehen und der Färbung hier. Hier nochmal zum Größenvergleich, ne, das ist halt einfach unten rechts steht halt jemand, ja, schon beachtlich. Das ist eine Statue, die da halt auch noch stand, fand ich auch ganz schön, kann ich jetzt eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Wird so ähnlich gewesen sein wie bei anderen Tempeln, dass halt Statuen in verschiedenen Größen dort halt platziert wurden. Ja, hier wollte ich nochmal auf die These der Mattfossils zurückkommen, weil das halt hier auch schon so ein bisschen skurril aussieht bei der Nase hier. Ne? Das könnte schon die Nasenscheidewand sein hier an der Stelle. Hier die Nasenlöcher. Ja, also eventuell sehen wir hier ein Mattfossil. Hier das am Knie, am Schienbein sieht eher aus wie ein Loch. Ja, aber tja, warum nicht auch ein Mattfossil? Die Sphinx fand ich auch sehr schön gearbeitet, weil die hier noch so ein Deckchen drüber hat, wie man hier sehen kann. Hier läuft noch so eine schöne Decke drüber. Von hinten sieht das Ganze dann so aus, dass wir einmal sehen, wie hier schön das so zusammengebunden ist zu diesem zopfartigen Teil hier. Und was ja auch beachtlich ist, hier ist die Steinstruktur so in Wellen angeordnet, hier so im hinteren Bereich. Und das passt eigentlich auch wieder schön zu einer Fellform. Also auch hier wurde ein Stein gewählt, der das Fell irgendwie schon ganz gut imitiert. Ja, der ist menschengroß. Ja, er sieht von nahem so aus. Auch sehr schön gearbeitet. Ja, hier habe ich mal das Hawara-Labyrinth aufgezeigt, einige Rekonstruktionen und das Ganze ist veröffentlicht worden in der Raum und Zeit vom Oktober 2016, wenn ich es da richtig erkenne, und von Carmen Boulter und Monika Grüter. Der Artikel ist auch sehr interessant. Herodot hat, glaube ich, schon darüber berichtet. Genau, das steht ja hier auch. Herodot spricht von über 1500 Räumen auf jeweils zwei Ebenen. Ja, dann wurden Geoscans gemacht bei einer Pyramide in Hawara und hatten auf verschiedenen Ebenen Hohlräume detektiert. Ja, auch da wird nicht geforscht, was natürlich total schade ist. Stattdessen haben die Ägypter einen Kanal durch dieses Areal gezogen. Also hier sieht man noch so grün angedeutet, dieser Kanal, beziehungsweise hier oben sieht man den, hier ist die Hawara-Pyramide und hier geht dieser Kanal durch. So, und der führt, oder hier sieht man ihn auch nochmal ganz gut, der führt halt sozusagen direkt durch dieses Labyrinth durch und hat wahrscheinlich auch einen Teil davon kaputt gemacht und geflutet. Und
Ich denke, dass die ägyptischen Altertümerverwaltungen, die wollen halt nicht riskieren, dass da gegraben wird, weil wenn das stimmt, was Herodot hier geschrieben hat, dann würde dieses Labyrinth selbst die Pyramiden in den Schatten stellen und dann kann halt keiner mehr was erzählen von diesen Zeiträumen, diesen Schwachsinnigen, die da vorgegeben werden. Weil so ein Labyrinth, das müsste, ich weiß nicht, wie viel 100 Jahre, also das, was da beschrieben wird, würde einige 100 Jahre im Bauzeit brauchen, beziehungsweise eine Technologie, die es damals halt nicht gab. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand davon jetzt ist. Es ist auf jeden Fall interessant, sich damit mal zu beschäftigen. Das, was Herodot da beschreibt, ist wirklich enorm. Und ja, die Zeitschrift Raum und Zeit kann ich auch nur empfehlen. Das ist sowas wie Spektrum der Wissenschaft, aber für alternativ denkende Menschen. Ja, ich sagte ja gerade, dass der Kanal von der Altertümerverwaltung gebaut wurde, aber das ist anscheinend nicht der Fall, weil ich habe jetzt dieses Bild hier von der Lepsius-Expedition gefunden und hier sieht man ja, dass es damals auch schon dieser Kanal dazwischen gezogen war. Und was ich auch interessant finde, ist, dass hier oben Situationsplan des Labyrinths schon steht. Das heißt also, die Information, dass dort ein Labyrinth verborgen liegt, ist gar nicht so neu. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas, was vor kurzem erst so entdeckt wurde über diese Geoscan-Methode. Aber 1842 bis 45 ist man halt auch schon davon ausgegangen, dass da dieses Labyrinth liegt. Das Serapeum, wir sind schon wieder relativ weit im Norden gelandet, wie ihr ja sehen könnt, da oben, Saqqara, Serapeum in der Nähe von Memphis. Das ist eine unterirdische Tunnelanlage, die sich über mehrere Kilometer streckt. Das, was wir im Grundriss unten links sehen, sind natürlich nicht, ist nicht die gesamte Tunnelanlage. Das ist nur der Hauptbereich, in den wir jetzt gleich reingehen werden. Hier wurden die größten Sarkophage der Welt entdeckt. Und das Ganze auch, die Entdeckung eher zufällig. Es sind insgesamt wohl 23 Sarkophage gefunden worden, von denen 21 geöffnet waren, leicht schräg. Und leer. Und als man dann halt die zwei, die noch verschlossen waren, geöffnet hatte, hat man festgestellt, dass die auch leer waren. Und ja, das gucken wir jetzt uns doch mal an. Wir haben also hier riesige Sarkophage, von denen gesagt wird, dass die Wanddicke so dick ist, dass das Volumen des Behälters, der Wandstärke genauso ist wie das Innenvolumen des Containers. Ich habe das nicht geprüft, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wundern würde es mich nicht. Wäre natürlich auch nochmal schon abgefahren, das Volumen von solchen Behältern dann zu berechnen, die so eine Kurve hier mit drin haben und deswegen die Steindicke so zu wählen, dass es halt sich innen und außen entspricht. Ja, hier sehen wir so Aussparungen, von denen ich annehme, dass die später mal dazugefügt wurden, um dann halt die Deckel davon wegzubewegen. Hier sehen wir halt, ja, so sahen im Grunde genommen fast alle Container aus, als man die dort gefunden hat, bis auf die zwei, die halt noch verschlossen waren. Die waren halt nur so leicht geöffnet und da ist halt auch die Frage, hat man die irgendwann mal geöffnet, da reingeguckt und festgestellt, da ist nichts drin? Oder hat man die weiter geöffnet, dann hat man alles rausgeholt und dann hat man sie wieder so halb zugeschoben? Wäre ja auch ein bisschen seltsam. Auf jeden Fall unklar, weil diese Öffnung ist nicht so besonders groß. Also wenn da ein großes Ding drin gestanden hätte oder so, was auch immer, dann wäre die Öffnung hier nicht groß genug, um es rauszuholen. Hier sehr schön, wie halt hier diese Maserung in dem Stein zu sehen ist, ne, diese Ader, die da eingeschlossen ist. Dazu eine ultra perfekte Bearbeitung, also es ist halt wirklich super glatt alles. Hier sehen wir ein sehr gutes Indiz, wenn nicht sogar ein Beweis dafür, dass diese Behälter, obwohl sie spiegelglatte Oberflächen haben, nicht gegossen wurden. Denn so eine eingeschlossene Ader, wie wir sie hier sehen, wie soll die durch einen Guss entstehen? Ein Guss heißt ja eigentlich immer, man hat kleingeschreddertes Material, man hat ein Bindemittel und daraus entsteht dann so eine Art Beton. Und man sieht ja hier, wie diese Ader da eingeschlossen ist. Und ja, meiner Meinung nach ein ganz großes Indiz dafür, dass diese Behälter hier nicht gegossen wurden. Wie auch immer man die poliert hat, aber gegossen wurden sie nicht. Der Steinmetz hat mir da zum Beispiel auch gesagt, dass es ein eindeutiges Zeichen dafür ist, dass es nicht gegossen sein kann.
Hier haben wir wiederum Bilder, die aussehen, als hätte man das gegossen und die Verschalung zu früh entfernt und dadurch halt irgendwelche Beulen entstehen lassen. Also man sieht es hier ganz gut, wie das hier so ja, völlig deformiert ist, ne? Auch hier, also das ist also schwer nachvollziehbar, was da passiert ist. Hier sieht man das nochmal, ja, spiegelglatt. Also das ist wirklich unfassbar. Und diese Wülst oder Wölbungen hier, ne, das geht nach innen, ist also konkav. Hier genauso ist das so, geht so nach innen. Da hat einer gesagt, das sieht aus, als hätten sie dort den Hitzestrahler nicht richtig reguliert bekommen und deswegen sind da ein paar Blasen entstanden und da sozusagen mehr von dem Stein weggeschmolzen, als eigentlich vorgesehen war. Aber auch diese Auswölbungen sind halt spiegelglatt. Das ist wirklich erstaunlich. Also hier auch die Kante, ihr seht ja hier die Kante, das ist auch hier schon ein bisschen abgesprungen, ne? Aber so also wirklich beeindruckend. Hier sieht man mal die Größe. Wir stehen da schon auf einem 20 cm großen Holzpodest. Also der Container unten ist in etwa 2 Meter hoch und der Deckel oben, ja, spottet schon wieder fast jeglicher Beschreibung. Die Relation, ja, wir sehen es, 30 Tonnen wiegt nur der Deckel alleine. Ja, das ist unfassbar. Wir sehen jetzt hier noch ein Bild, ja, 70 Tonnen wiegt der Behälter. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt sogar noch schwerere. Und was auffällt, ist, dass hier die Hieroglyphen, die hier aufgehackt wurden, wieder extrem liederliche Qualität haben. Also zum Beispiel diese Linie hier, die, glaube ich, wird doch gewollt gewesen sein als gerade Linie, die dann hier parallel einen Abschluss hat. Und das sieht aus wie mit einem Schraubenzieher draufgeknallt. Und ich glaube nur wirklich nicht, dass die Kultur, die in der Lage war, einen Steinbehälter in dieser Präzision und mit dieser Perfektion herzustellen, dann nicht in der Lage gewesen wäre, hier wenigstens ein ordentliches Tiefrelief reinzubringen. Aber das hier, das ist ja mal völlig klar, ne, dass das nicht dieselbe Kultur war, die hier die Hieroglyphen aufgebracht hat, wie diejenigen, die den Container hergestellt haben. Ja, so sehen heutzutage Objekte aus, die 70 Tonnen wiegen. Ich meine, hier Space Shuttle, dann so eine Riesenröhre und hier unten dieses Teil hier, das wiegt 70 Tonnen und jetzt zieht euch mal rein, wie diese Kräne hier aussehen, was die für Auslagen haben hier. Das sind Riesenteile, die diese 70 Tonnen Ding jetzt hier anheben werden. Hier ist mal ein LKW, den ich gefunden habe, der wohl 70 Tonnen heben kann. Und ja, dann behaltet mal im Kopf, wie groß dieses Teil ist und ja, wie groß die Gänge sind, in denen diese 70 Tonnen schweren Granitbehälter hier transportiert wurden. Es gibt auch noch die schöne These, dass hier atlantisches Wissen gespeichert wurde in diesen riesigen Containern. Also in Form von großen Gegenständen, was auch immer das für Gegenstände gewesen sein mögen. Und es gibt auch die These, dass diese Riesenbehälter Batterien waren, um Energie zu speichern, damit halt ganz Ägypten mit Energie versorgt werden kann. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, irgendwie, ob diese Art von Stein in der Lage ist, in irgendeiner Form Energie zu speichern oder ob da nochmal dann vielleicht andere Geräte drin standen, die damit irgendwas zu tun haben, die man irgendwann rausgeholt hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist mir auch sonst nicht klar, wozu man Behälter dieser Größenordnung hergestellt hat. So sieht so ein Gang aus. Wie gesagt, ist ein paar Meter breit, ein paar Meter hoch und seitlich von diesem Gang gehen die Nischen weg. Hier sieht man ja, wie der Gang noch so einen leichten Bogen macht. Und dieser Bogen ist hier in dem Grundriss hier unten nicht eingezeichnet. Man kann davon ausgehen, dass dieser Grundriss hier unten nicht ganz perfekt ist, wenn man auf dem Foto ja sieht, wie dieser Knick hier ist. Und ja, jetzt springen wir von dem Hauptbereich, den wir hier eben gerade gesehen haben, zu diesem hier. Da steht nämlich einer plötzlich so mitten im Gang. Und ihr seht ja oben schon, der ist also innen hohl, das heißt also die Grundform wurde schon fertiggestellt. Der steht jetzt links 30 cm zur Wand in etwa. Also da kommt man eigentlich gar nicht richtig durch. Und rechts, das sind irgendwie 50, 60 cm, da sind wir halt durchgegangen. Ja, und auch hier bin ich der Meinung, sieht man deutlich einen Beleg dafür, dass es kein Guss ist, weil diese Dinger sind nicht poliert. Und das Hauptargument für diese Gussgeschichten ist ja, dass man sagt, die Oberflächen sind so glatt, dass man sie eigentlich nicht polieren mit einer Politur hinbekommt, sondern dass sie halt so glatt sind, weil die Negativformen so glatt waren. Und da dieser Behälter hier
unpoliert ist, widerspricht es halt der These, dass die Dinger da unten gegossen wurden. Ein Mysterium ersten Grades. Und noch eine Information, die mir der Steinmetz gegeben hat. Er meinte, man könnte selbst 70 Tonnen schwere Behälter auf fingerdicken Stahlstiften rollen. Gut, jetzt ist halt die Frage, wie hat man die Schräge, die in diese unterirdische Anlage runterführt, dann runtergerollt? Woher hatte man fingerdicke Stahlstifte? Ja, und ja, es stimmt es wirklich, weil ich glaube, wenn es gehen würde, dann hätten die Ägyptologen diesen Behälter da weggeschoben, weil das natürlich, ja, das darf ja eigentlich nicht sein, dass so ein Ding da mitten im Raum steht. Ja, Dominik Görlitz hat noch gesagt, dass man mit Holzkeilen 6 Tonnen schwere Objekte hochkeilen kann und er das selber auch schon gemacht hätte mit Betonblöcken. Wobei es natürlich ein Unterschied ist, ob man 6 Tonnen oder 70 Tonnen irgendwo bewegen soll. Ja, das ist alles mit ganz, ganz vielen Fragezeichen versehen, was in diesem Gangsystem da los ist. Wieso lässt man einen einfach mitten im Gang stehen? Also sieht ja so aus, als wären die irgendwie mitten im Arbeitsprozess gewesen und dann ist irgendwas passiert und man ist von der Pause nicht mehr zurückgekommen. Also das ist ja hier definitiv nicht fertig, so wie das hier dasteht, mitten im Gang. Und dann die nächste Frage, haben die Steinquader da unten in den Gängen poliert? Also sieht ja so aus anscheinend, ne? Dieser ist hier unpoliert. Das würde natürlich enorm viel Staub verursachen und ja. Ein absolutes Mysterium in meinen Augen, wie man das erklären soll. Das ist hier der Deckel. Auch hier sieht man schön die Größenordnung und auch dieser Deckel. Und er steht halt da in diesem Eckbereich neben dem Eingang. Ja, unpoliert. Also anscheinend wurden, ja, die Fertigstellung war erst da unten in diesen Gängen von diesen Riesencontainern. Wozu auch immer. So, Erich von Däniken hat zum Serapeum einen Vortrag gehalten, in dem er gesagt hat, dass man in den Steinsarkophagen Bitumen, also Asphalt, gemischt mit Tierknochen gefunden hat, mit zerstückelten kleinen gehäckselten Tierknochen. Nach Auguste Mariette, das war wohl der Entdecker des Serapeums, war das aber wohl anders und man hat diese Bitumen und die zerhackten Knochen in diesen Holzsarkophagen oder Holzsärgen hier gefunden, die aus diesem Seitenbereich waren. Wo genau die da platziert waren, weiß ich jetzt nicht. Aber dieser Seitenbereich hier ist definitiv eine andere Geschichte als dieser Bereich hier, wo die dicken Steinbehälter stehen oder die großen Steinbehälter stehen. Das Ganze schmückt natürlich also Erich von Däniken hat es sehr schön ausgeschmückt, dass man dann den Bitumen in diese Steinbehälter getan hat. Aber das scheint doch so nicht gewesen zu sein. Und die Steinbehälter waren meines Wissens nach leer. Bei dieser Global Scaling-Geschichte ist ja unter anderem erwähnt, dass hier dieser piezoelektrische Effekt beziehungsweise Materialien diese piezoelektrische Eigenschaften haben und dass es darauf basiert. Und ich habe im Netz in einigen Vorträgen gehört, dass sowohl die Materialien der Granit, ich weiß leider nicht, welcher Granit oder welche Granitsorten dort im Serapium verbaut wurden, und auch der Syenit, aus dem der Sarkophag in der großen Pyramide ist, diese Eigenschaften haben sollen. Und ja, dass dort halt das Ganze halt in irgendeiner Weise in ja, Resonanz geht mit diesem Global Scaling-Effekt. Die sprechen ja hier auch davon, dass sowohl Ton übertragen wurde, also dass ein Telefonat geführt wurde, und zwar auch eine ganze hier von Bad Tölz bis nach St. Petersburg. Ohne Elektrosmog und ja, das ist also schon eine sehr fortschrittliche Technologie. Und ja, dann wird ja hier auch noch irgendwo gesagt, dass eine wireless Quantenteleportation in Kopenhagen durchgeführt wurde oder Kopenhagen-Erfurt.
Also eine Quantenteleportation, das ist ja schon etwas, ja, was ganz schön weit vorne ist in meiner Vorstellung. Und ja, vielleicht waren diese Apparaturen ja Quantenteleporter. Also die haben vielleicht dann halt ein bisschen mehr teleportiert als nur ein Quantum. Aber ja, vielleicht hat das ja auch irgendwas miteinander zu tun. Und dieser Pyramideneffekt, der ist vielleicht auch so eine Art Global Scaling. Und ja, was auch da wieder ein bisschen dagegen spricht, ist ja, dass dieser Pyramideneffekt natürlich dann nur auftritt, wenn man auf der Position der Königskammer etwas positioniert. Und da wäre ja selber Argument, ne? Wenn es eine Maschine ist, warum gibt es die nur einmal? Aber vielleicht geht es ja gar nicht so sehr um die Höhe dieses Raumes, sondern um die Materialeigenschaften der Sarkophage. Ja, und vielleicht ist es deswegen auch wichtig, dass das Außenvolumen und das Innenvolumen irgendwie ein Verhältnis zueinander haben müssen. Also vielleicht hat das irgendwas mit dieser Frequenz zu tun und dass man da in irgendeiner Weise eine Art Resonanz herstellen kann. Ja, vielleicht zum Teleportieren.